Soll ich denn das? Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, Sie heute zu einer weiteren Ausgabe der Demografiedebatte Deutschland begrüßen zu dürfen. Unser Thema ist Digitalisierung, Kompetenz in der Digitalisierung und wie kann die Digitalisierung uns das Leben im Alter erleichtern. Bei mir ist Hermann Binkert, er ist Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstitutes INSA und Autor der Studie 50+. Herzlich willkommen, Herr Binkert. Grüß Gott, Herr Müller. Die Studie 50+ bezeichnen Sie ja lieber als Generationenstudie. Was erforschen Sie denn dort alle 3 Jahre mit dieser Studie? Ja, das ist, wie Sie richtig sagen, eine Generationenstudie, weil wir die unter 50-jährigen Altersgruppen und die über 50-jährigen Altersgruppen befragen. Aber Auslöser waren schon die Altersgruppen über 50, weil wir der Meinung sind, dass man sich diesen Altersgruppen zu wenig zugewandt hat, was das Checken abgeht, deren Gefühlslage, deren Interessen. Möglicherweise auch deshalb, weil es halt schwieriger ist, die Gruppen der über 50-Jährigen in den Blick zu nehmen, weil das keine so ganz eindeutige Entwicklung ist über alle Altersgruppen hinweg, dass die so identisch laufen. Am Anfang ist es ganz klar, da krabbeln die Kinder, dann lernen sie laufen, dann haben sie sprechen gelernt. Das geht alles so ganz systematisch ab. Im Alter ist es so, dass man manchmal nicht weiß, wenn man bei der 50-jährigen Abiturfeier ist, ob man die Mutter oder die Tochter spricht. Das heißt also, die Verschiedenartigkeit des Alterns wird eigentlich deutlich. Und wenn Sie manchmal 80-Jährige treffen, dann meinen Sie, das könnten noch Leute sein, die voll im Erwerbsleben sind, die eher so wie um die 60 wirken. Das heißt also, im Alter verschwimmt vieles, sind die Unterschiede größer innerhalb der Altersgruppen, als das bei den Jungen der Fall ist. Trotzdem scheint es mir wichtig zu sein, auch diese Altersgruppen ganz bewusst in den Blick zu nehmen. Man spricht ja immer ganz leichthin von der Ära Merkel, die zu Ende geht. Die Bundeskanzlerin hat 16 Jahre lang Deutschland regiert. Aber um sich vor Augen zu führen, was 16 Jahre bedeuten, Frau Merkel ist 2 Jahre früher ins Amt gekommen, als das iPhone eingeführt wurde. Und sie sprach noch vor wenigen Jahren vom Internet als von Neuland, das man betreten müsse. Das ist vielleicht jetzt nicht mehr so aktuell. Dieses Neuland ist jetzt doch ganz gut erforscht. Und auch viele Ältere haben natürlich Smartphones, iPhones und können damit umgehen. Gerade, glaube ich, die Lockdown-Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie haben viel dazu beigetragen, auch moderne Kommunikationsmittel in das Bewusstsein der etwas Älteren zu bringen. Inwieweit akzeptieren aber Ältere diese Digitalisierung, nutzen also moderne Telefone nicht nur für SMS und Telefonie, sondern auch für Bilder machen, Bilder verschicken, Videochatten und so weiter. Gibt es da schon konkrete Zahlen über die Nutzung? Ja, also die älteren Altersgruppen sind wirklich zunehmend aufgeschlossen, was die Möglichkeiten der Digitalisierung, was das Internet angeht. Und sie beschäftigen sich auch mit dem, was neu möglich ist. Keine Altersgruppe ist zum Beispiel interessierter an dem Thema autonomes Fahren als die älteren Altersgruppen. Die kennen sich da nach eigenen Angaben, meinen sie, dass sie sich da sehr intensiv mit beschäftigt haben. Sehen die Gefahren dabei, auch kritischer manchmal als die Jüngeren, aber sie beschäftigen sich damit. Sie machen Banküberweisungen, sie machen Reisebuchungen, sie recherchieren am Internet heute ganz selbstverständlich. Insofern hat sich da wirklich ein absoluter Paradigmenwechsel ist da stattgefunden und die älteren Altersgruppen sind da mit drin. Also wer meint, man könnte die über 50-Jährigen nur noch per Briefpost erreichen, hat nicht mitbekommen, welche Entwicklungen in den letzten Jahren da vonstatten gehen. Herr Binkert, wir haben einen Pflegenotstand in Deutschland. Das ist kein Mangel an Geld primär, sondern ein Mangel an Menschen in der Pflege, an Beschäftigten.
Wir haben in vielen anderen Bereichen, die auch Ältere betreffen, Personalmangel. Es gibt aber inzwischen digitale Hilfsmittel. Sie sprachen vom autonomen Fahren, das betrifft ja die Mobilität im Alter. Aber es gibt eben auch Hilfsmittel für Pflegeheime oder im Gesundheitsbereich. Zum Beispiel in Krankenhäusern werden Tablets zur Verfügung gestellt, um Patientenaufklärung zu betreiben, weil die Ärzte zum Teil gar nicht mehr die Zeit haben, lange mit den Kunden vor Operationen zu reden, sondern die bekommen dann eben ein Tablet mit einem Aufklärungsvideo und können dann hinterher irgendwelche Fragen stellen. Ist das etwas, was die Älteren auch annehmen und akzeptieren? Und wie weit geht das? Es gibt in Japan einen Roboter, der macht Faxen, der bewegt sich, macht lustige Gesichter, singt. Und dann sitzen die Älteren drumherum und freuen sich daran. Ist das für Deutschland auch vorstellbar? Wir haben zu Beginn ja gesprochen, diese großen Unterschiede beim Altern. Deshalb kann man das nicht pauschal beantworten. Sie werden mir über 80-Jährige zeigen können, die sich mit dieser neuen Entwicklung, mit Innovation durch Digitalisierung schwer tun. Und genauso werden Sie zunehmend viele Beispiele finden, die da ganz offen dafür sind. Ich halte es für notwendig, dass man diese Angebote macht, weil nur wenn die Angebote da sind, kann auch ein Bedarf dafür entstehen. Dass die älteren Altersgruppen dafür aufgeschlossen sind, das wissen wir. Und Sie haben ja selbst vorher gesagt, 14 Jahre etwa gibt es das iPhone. Das heißt also, derjenige, der jetzt 80 ist, war halt Mitte 60, als das iPhone auf den Markt kam. Das heißt, er war in einer Zeit, wo man ja durchaus noch sehr, sehr offen ist für Neues, was da passiert. Insofern bin ich da optimistisch, zumal, und das scheint mir auch ein wichtiger Punkt zu sein, es gibt eine große Brücke zwischen der Enkel- und der Großelterngeneration. Und dieser Austausch, auch gerade im Blick auf die Möglichkeiten der Digitalisierung zwischen Enkel- und Großelterngeneration, scheint mir da ein wirklich großer Vorteil, eine große Chance zu sein, die eben auch das hilft, was man vermeintlich als Nachteile im Alter ansieht, auszugleichen. Der Kontakt mit der Enkelgeneration, die Möglichkeit, sich zu informieren, sich eben auch barrierefrei zu informieren. Das sind die Möglichkeiten, die die Digitalisierung mit sich bringt. Insofern sind Digitalisierung und demografischer Wandel eigentlich zwei Seiten einer Medaille, die zusammengehören und die zusammen nutzbar gemacht werden müssen. Ich kann sich kaum noch daran erinnern, aber die jetzige EU-Ratspräsidentin oder EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war mal Familienministerin, Bundesfamilienministerin im ersten Kabinett Merkel. Und sie hat damals sich des demografischen Wandels angenommen und hatte die Idee, dass in Deutschland Techniken entwickelt werden sollen, die den demografischen Wandel begleiten und die Herausforderungen des demografischen Wandels annehmen und das dann zum Exportschlager für die deutsche Industrie zu machen. Davon ist, glaube ich, nicht sehr viel übrig geblieben. Und ich habe den Eindruck, dass gerade im Bereich der Digitalisierung viele Angebote für die jüngere Generation entwickelt werden, auch in der Sprache, sodass die Nutzung für die Älteren dann doch etwas kompliziert ist und man vielleicht als Großvater auf die Enkel zurückgreifen muss, um genau zu verstehen, was mit diesem Angebot gemeint ist und wie weit man das nutzen kann. Ist das etwas, was Sie auch beobachten? Also ich glaube, dass sich da Entwicklungen auch anpassen werden. Also dass man versucht, auch der älteren Kundschaft entgegenzukommen, dass man versucht, diese Konsumenten, die man ja als Kunden haben will, auch dadurch zu gewinnen, dass man Angebote schafft, die leicht sind, dass die Volkshochschulen Kurse anbieten in dieser Geschichte. Ich glaube, da ist eine Entwicklung, die
sehr positiv ist und dass das zunächst mal ein größeres Interesse bei den jungen Altersgruppen fand, ist meines Erachtens kein Widerspruch dazu, dass das auch beim Alter voll durchschlägt. Wir erleben das gerade in einem Bereich, wo wir ja viel machen, das ist bei Umfragen, da ist es telefonisch überhaupt kein Problem, die älteren Altersgruppen ranzubekommen. Aber es ist zunehmend auch im Online-Bereich kein Problem mehr, ältere Bürgerinnen und Bürgerinnen ranzubekommen, weil die einfach online affiner sind und bei den sozialen Netzwerken mit drin sind. Also ich glaube, da ist einfach eine Entwicklung hin, wo auch Ältere, ich kenne das aus eigenem Anschauen mit meinen Eltern, Großeltern unserer Kinder, die da also wirklich fit drin sind und das ganz selbstverständlich nutzen und auch der Austausch zwischen Enkeln und Großeltern ganz selbstverständlich stattfindet. Herr Binkert, dann danke ich Ihnen sehr für diese Einblicke in die Generationenstudie 50+. Vielleicht ist das ja ein guter Name für das, was Sie alle 3 Jahre erstellen, Generationenstudie 50+. Danke für Ihren Beitrag zur Demografiedebatte Deutschland und bis bald. Gern passiert, wiederhören. Tschüss, Herr Müller.